Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, Gesundheit und auch viel Glück. Und ich stelle die täglichen Frage, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 1. Januar 2018. Beeinflusst, meine ich. Und das bedeutet, die Sterne beeinflussen unserem Leben. Aber unserem Schicksal ist nicht in die Sterne geschrieben. Unserem Schicksal liegt selbst im Hand. Wir haben zwar einen Bauplan und es ist nichts anderes als unserem Geburtshoroskop, was identisch ist mit unserem inneren Stimme, unserem Intuitionen. Und das ist das ideale Lebensweg. Die Frage ist nun, halten wir nach diesem Plan oder machen wir Umwegen? Meistens machen wir Umwegen, ja. Oft sind wir sogar in eine Sackgasse und suchen wir Ausweg. Was ganz wichtig ist, gerade bei Schicksal in unserem Leben, wichtig ist auch unserem Energiefeld, weil das haben wir auch. Und dieses Energiefeld kommt von uns selbst, von unserem Inneren. Und es entsteht durch unserem Denken und entsteht durch unserem Gefühlen. Und Denken, ich kann das nicht, ich gebe das auf, ich habe das nicht verdient, ich bin es nicht wert. Und Gefühlen wie Schuldgefühl, Angst, all das beeinflusst diese Energiefeld und verstärkt die Probleme in unserem Leben. Also es ist sehr wichtig, in unserem Energiefeld immer sauber halten. Überlegen, wie wir denken. Sind wir Versager im Leben oder die Gewinner im Leben? Und immer die Gefühle transformieren. Angstfrei leben. Weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Dadurch ändert sich unser Energiefeld. Und es gibt ein kosmisches Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, genau das ziehen wir an. Die Anziehungskraft. Und dann kommen die kosmischen Einflüsse. Wenn wir damit bewusst sind, nicht abhängig mit den Sternen, überhaupt nicht, sondern klug handeln, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, orientieren, dann sind wir im Einklang mit der Natur, mit diesen kosmischen Einflüssen. Und da haben wir mal vieles Gutes getan in unserem Leben, weil das führt auch zum Glück, führt auch zum Erfolg. Und das ist das Ziel, ein glückliches Leben zu leben. Weil irgendwann ist Ende und wir werden zurückblicken. Und wir sollen dann in diesem Moment sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe ein schönes, erfülltes Leben gehabt. Und das ist die Schöpfung, diese schöpferische Kraft. Und ist auch wichtig, dass wir orientieren, was für Einflüsse haben wir von dem Universum. Weil das können wir auch vorteilhaft nutzen, die richtigen Tage wählen. Oder wenn die Einflüsse nicht so gut sind, dann vielleicht nicht handeln oder abwarten, bis das sich ändert, weil diese kosmische Energie ändert sich jeden Tag. Wenn man genau schaut, sogar jede Stunde. Und was für Energiefeld haben wir heute? Merkur erreicht heute die breiteste westliche Entfernung von der Sonne. Mitteleuropäische Zeit ist es genau 23 Uhr.
all das von der Erde aus gesehen. Was bedeutet das? Merkur steht für Kommunikation, für Nachrichten. Sonne gibt die Klarheit. Jetzt ist die Entfernung, diese westliche Entfernung zu groß. Das kann bedeuten, dass etwas undurchschaubar ist. Oder entstehen Unklarheiten bei den Kommunikationen oder bei Nachrichten. Dann möchte ich noch etwas erzählen und das ist die Geschichte von Ceres. Das ist die römische Name. Der griechische Name ist Demeter. Wer ist diese Demeter? Das ist die Mutter Erde. So wurde das verehrt, auch bei den Griechen und so wurde das auch verehrt bei den Römern. Die war die Göttin von Ackerbau, die war die Göttin der Fruchtbarkeit und auch die Gerechtigkeit wird zugeordnet zu dem Tierkreiszeichen Jungfrau und die Tierkreiszeichen Waage. Und diese Demeter ist die Mutter von Persephone. Ein anderes Mal erzähle ich auch diese Geschichte. Persephone wurde von Hades geraubt, kehrte aber zurück zur Erde. Und es symbolisiert auch die Wechsel des Jahreszeiten. Diese Ceres oder Demeter ist ein Kleinplanet im Himmel. Bewegt sich dieser Asteroid oder Kleinplanet zwischen Mars und Jupiter und rast gerade rückläufig in Tierkreiszeichen Löwe bis 19. Januar, dann übergeht im Tierkreiszeichen Krebs. Was vermittelt gerade diese Energie für die Löwengeborenen? Die Fruchtbarkeitgöttin, die Mutter Erde, das bedeutet dieser Ackerbau, dass die Löwengeborenen sind gerade dabei, etwas Neues starten. Die machen die Boden, die pflanzen etwas ein, symbolisch. Und es soll auch Früchte tragen. Ist aber diese Demeter rückläufig? Das kann bedeuten, dass gerade bremst das etwas und die Löwengeborenen haben noch kein Ergebnis. Sie warten drauf, bis das wächst. Das ist die Wachstum. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, das hängt zusammen mit Vergangenheit. Und es ist auch kein Wunder, gerade bei den Löwengeborenen, weil sie haben momentan auch karmischen Themen. Nicht nur Demeter bewegt sich hier, sondern auch die aufsteigende Mondknoten. Und es ist schon ein karmische Signal, ein karmischer Knoten. Bei der indischen Astrologie ist das die Drachenkopf, die karmische Lernaufgabe. Das ist ein Prozess momentan bei den Löwengeborenen. Also das vermittelt eine Botschaft, etwas starten, etwas einpflanzen, die Ackerbau meine ich damit, damit das alles im Boden ist, die Fundament und warten auf den richtigen Moment, bis das beginnt zum Wachsen. Dazu benötigt man natürlich auch Geduld und es ist eine Botschaft für die Löwengeborenen. Und welche Einflüsse haben wir noch? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. In chinesischer Astrologie heißt es, das ist der Himmelskaiser und bewegt sich noch in Palast des Nordens, was die Chinesen als schwarze Schildkröte nennen. Mond oder wie die Chinesen nennen, die Himmelskaiserin, hat die Palast des Westens verlassen und bewegt sich gerade in Palast des Südens. Die Chinesen nennen das als roter Vogel. Und bei jedem Wechsel zieht sich die Energie zurück. Das heißt, die Himmelskaiserin befindet sich jetzt im Palast des Südens und zieht sich in die Mitte zurück. Und die Mitte wird vom Polarstern beherrscht und es dient zum Orientierung. Für uns bedeutet eine Botschaft, was die Mondenergie vermittelt heute, wenn wir etwas Neues starten. Dann sollen wir erstmal zurückziehen, orientieren und überlegen.
Wir brauchen einen Plan und dann handeln. Und so bewegt sich gerade auch die Mond, wie die Chinesen das beschreiben. Unserem Planet Erde wird ein Einfluss bekommen in den nächsten Tagen von Sirius. Sirius ist ein leuchtender Stern, das wurde bei Ägypten verehrt. Sirius befindet sich im Sternbild Kleinen Hund. Und dieser kleine Hund ist nichts anderes als der Hund von Orion, von dem Jäger, also ein Jagdhund. Und welche Richtung zeigt dieser Jagdhund und welche Richtung zeigt Sirius? Nach dem Polarstern im kleinen Bär. Und das ist auch ein Signal, wir brauchen gerade Orientierung. Genau in die Richtung bewegt sich unser Planet Erde. Und bald bekommt von Sirius ein Einfluss, weil Sirius wird in die Tagen, genau wenn das Vollmond ist, unseren Planet Erde bestrahlen. Nicht nur unseren Planet Erde wird dann in diesem Vollmond am 2. Januar bestrahlt, sondern auch Mond bekommt auch einen Einfluss. Momentan hat Mond von Tejat und Dirach einen Einfluss und es ist nichts anderes als die Fuß der Zwillinge. Weil Mond bewegt sich gerade im Grenzbereich, bewegt sich zwischen Zwillinge und zwischen Krebs. Und diese beiden Sternen, Tejat und Dirach, von dem Zwillingen bestrahlt gerade die Mond und Mond vermittelt uns diese Energie. Und das heißt, zurückziehen, überlegen, planen, dann aber auch Schritte machen. Und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? In vergangenen Monaten, Jahren habe ich immer mit diesem Tierkreiszeichen begonnen, wo gerade sich der Mond bewegt. Ich möchte das verändern und beginne immer in Zukunft mit diesem Tierkreiszeichen, was im Osthorizont aufsteigt, wenn die Sonnenaufgang ist. Und das ist gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock Geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und das verkörpert die Venus-Energie. Und Venus nähert sich zur Sonne. Und Sonne gibt uns Klarheit. Und es wird spürbar sein bei den Steinbock Geborenen. Entweder bekommen sie Klarheit in ihrem Liebesleben oder haben diese Verlangen nach Klarheit, was die Liebe betrifft. Wird ein guter Einfluss kommen von Neptun, das sind die Träume. Und es ist auch wichtig, dass die Steinbock-Geborenen gerade ihren Träumen, ihren Visionen ernst nehmen. Weil das kommt dann in Form. Und das ist nicht nur die Neptun-Einfluss, sondern das ist die Lilith-Energie, die Saturn-Wirkung, auch die Liebesplanet. Also viele Einflüsse zeigen in diese Richtung, dass die Steinbock-Geborenen gerade ihren Visionen, ihre Träume, ihre Sehnsüchte leben. Und das sollen sie wahrnehmen, das umsetzen in ihrem Leben. Nicht davonlaufen oder aufgeben, sondern das Bewusstsein. Was noch wichtig ist, das eigene Selbstwertgefühl und dieses selbstbewusste Auftreten. Genau in diesem Bereich bewegt sich aber die Lilith-Energie. Diese Lilith vermittelt uns etwas, die Sehnsüchte, Wünsche. Aber wir neigen dazu, davonlaufen oder das nicht glauben oder aufgeben. Und das ist der Prozess bei den Steinbock-Geborenen. Betrifft die Liebe und Partnerschaft, aber betrifft auch das eigene Selbstwertgefühl. Also es ist wichtig, an sich selbst glauben, weil das wird die Ausstrahlung sein, bei den Steinbock-Geborenen. Sie haben diesen Prozess gerade.
Und ich habe Anfang erklärt, wie wichtig das ist, das Auftreten, die Aufstrahlung, weil genau das wirkt in unserem Leben. Also wichtig ist, sich selbst nicht aufgeben, an sich selbst glauben und auch an die Liebe glauben, auch an die Wünsche, an die Visionen, an die Träumen glauben. So kommt es schön in Form. Und die Einflüsse von den Sternen sind wunderbar. Das ist ein großes Glück und große Unterstützung, was die Steinbock-Geborenen vorteilhaft nützen können zurzeit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben die Leichtigkeit. Wichtiges Thema ist die Werten, Wertschätzung und die Finanzen. Und es wird ein Einfluss sein von der Merkur-Energie. Das sind die Gespräche. Aber es ist etwas im Geheimen. Das kann bedeuten bei den Wassermann-Geborenen, dass jemand ihren Geheimnisse erzählt. Kann auch bedeuten, dass die Wassermann-Geborenen haben eine gewisse geheime Haltung und sie schweigen momentan. Das kann auch wichtig sein. Kann auch bedeuten, dass sie etwas erfahren, was sie nicht erfahren sollen. Das heißt, die Wahrheit kommt ins Licht und sie werden hinter den Kulissen schauen. Ein Vertrag, besonders wenn es um einen Verein geht oder eine Partei geht, kann auch Vorteil sein bei den Wassermann-Geborenen. Und Geld, das Geldfluss ist auch ein wichtiges Thema. Wo die Wassermann-Geborenen etwas gebremst sind, das kann eine männliche Person sein, wo gerade Schwierigkeiten macht, kann die Bewegung sein, wie zum Beispiel Sport oder Auto, kann es handelt sich um Bewegung und es handelt sich um Kraft. Kann auch bedeuten, dass die Wassermann-Geborenen schlicht einfach gerade müde sind. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen. Ist wichtig das innere Gleichgewicht. Sie haben sehr gute Einflüsse von Jupiter, auch vom Mars. Das kann eine männliche Person sein, was auf die Fischengeborenen zukommt, zum Beispiel in die Liebe, Partnerschaft bei den Fischendamen. Das kann die Liebe sein, aber kann auch eine Unterstützung sein von einer männlichen Person. Sie haben gerade Chancen und Möglichkeiten. Wichtig ist, dass Sie auf die Intuition vertrauen. Die Gespräche werden etwas schwieriger sein. Entweder kommt ein Rat, vielleicht ein gut gemeinter Rat, aber das hilft nicht weiter. Oder kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen fühlen sie sich missverstanden oder gibt Missverständnisse. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Das sind die Einschränkungen. Wo sie Glück haben, das ist die Intuition, das gesunde Bauchgefühl und das sind Gewinnchancen und eine männliche Person hat einen guten Einfluss und die Fischengeborenen haben Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen. Und sie können auch gut anpassen gerade. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben momentan Luft. In den kommenden Tagen werden ein ungutes Gefühl bekommen oder werden sie nervös sein. Wo sie noch Themen haben, das ist das Loslassen, von etwas trennen, verabschieden. Eine gute Nachricht wird kommen oder ein Vertrag und es ist auch sehr gut. Themen sind zurzeit bei den Wiedergeborenen die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Ein Vertrag kann auch helfen. Was noch wichtig ist, und das trifft uns Wiedergeborenen, ich bin auch im Tierkreiszeichen wiedergeboren, was uns trifft momentan? Uranus. Uranus ist immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete, plötzliche Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen, ungewöhnliche Umstände, Lebensumstände, oft kommt es plötzlich unerwartet. Durch diesen Uranus-Einfluss erleben wir größere Veränderungen in unserem Leben. Uranus ist aber rückläufig. Am 2. Januar bleibt Uranus stehen. Und dann dreht sich um
und bewegt sich vorwärts. Und für uns Wiedergeborenen ist das eine wichtige Botschaft. 2. Januar, wo Uranus stehen bleibt, haben wir Wiedergeborenen dann das Gefühl, es geht nichts voran, es bleibt alles stehen und wir fangen an, vielleicht in diesem Moment zum Zweifeln. Es besteht kein Grund zum Zweifeln, weil diese Unbeweglichkeit ist nur für kurze Dauer. Uranus dreht sich um und ab 3. Januar schon kommt eine Vorwärtsbewegung. Und dann bewegt sich alles voran. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, das eigene Zuhause, die Ruhe, die Gemütlichkeit, aber sie sollen nicht allzu bequem sein, weil die Bewegung ist genauso wichtig. Also diese Bequemlichkeit zu Hause tut gut, aber eine kleinere Bewegung hilft auch. Was ist es? Entweder auf eine männliche Person zugehen, dann die Chancen, Möglichkeiten nützen, nachfragen oder mutig zu sein, etwas Neues beginnen, kann auch Sport sein, eine kleine Reise, kann ein Besuch sein oder ein Fest oder die Familie, das sind auch wichtige Themen. All das unterstützt momentan die Stiergeborenen, weil daran liegt das Glück. Und das sollen sie auch, dieses Glück empfangen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben die schöpferische Kraft und sie haben zurzeit tolle Ideen. Und das können sie erfolgreich umsetzen in Arbeit. Und das bringt Gewinn. Wichtig ist, dass die Gespräche suchen oder Termin ausmachen, nicht warten, bis der andere kommt, sondern selbst die Gespräche, die Kontakte suchen, so kommt es im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt in kommenden Tagen etwas in Bewegung. Es ist auch die Liebe wichtig, aber auch die beruflichen Situation wichtig. Was wichtig ist noch bei den Krebsgeborenen, dass die Mond bewegt sich in die Tagen hier und steht Lilith gegenüber. Und das werden die Krebsgeborenen spüren. Nicht nur die Krebsgeborenen, sondern das spüren auch die Steinbockgeborenen. Was heißt es? Diese Lilith ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn. Und es ist der weiteste Punkt, was die Mond überhaupt erreichen kann. Und jetzt steht gegenüber. Das heißt, weit weg von diesem Punkt und steht ganz nah zu unserem Planet Erde. Also, aber Lilith vermittelt auch etwas und das aktiviert Besonderes bei den Krebsgeborenen und bei den Steinbockgeborenen etwas. Das sind die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte. Und es ist ein wiederkehrender Wunsch. Und gerade wenn die Mond so weit weg ist von diesem Energiefeld und ganz nah an die Erde, dann neigen wir dazu sagen, oh, bleib mal bodenständig. Du fantasierst zu viel. Ach, das wirst du eh nicht erreichen. Und diese Sätze werden die Krebsgeborenen und auch die Steinbockgeborenen auch sagen. Und genau hier liegt das ganze Geheimnis. Das Drehen, Umdrehen und Sagen, ja warum auch nicht? Ich erreiche meine Träume oder meine Wünsche. Also das bewusst wahrnehmen und mutig zu sein und nicht aufgeben. Und das, was auslöst, dieser Lilith-Mond gegenüberliegende Position. Die Krebsgeborenen haben auch Mut und Kraft. Also wichtig, das nicht aufgeben und mutig zu sein, Kraft zu zeigen und das auch durchsetzen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, Liebe,
aber auch die Karma. Und die Demeter-Einfluss, habe ich auch gesagt, ist zwar rückläufig, hat auch eine Bedeutung, aber wird auch wichtig sein. Einen Boden auf etwas, was Früchte tragen soll, wie zum Beispiel eine Selbstständigkeit starten oder etwas vorbereiten oder planen einen Umzug oder einen Hausbau, wie auch immer, etwas Neues starten. Und das ist gerade die Fundament, ein Plan, etwas pflanzen, weil das trägt Früchte. Aber diese Einflüsse zeigen momentan, das braucht Zeit, also Geduld. Familie wird auch wichtig sein, also Liebe ist wichtig bei den Löwengeborenen. Dann ist wichtig die Karma, dann die neue Aufgabe, dann die Familie und dass sie etwas starten, also die Boden, die Fundament, genau, die Fundament schaffen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen haben Kraft und Mut und Chance. Das hilft auf jeden Fall. Aber jetzt versuchen, noch schnell alles in Ordnung zu bringen, das hilft nicht. Sondern wo sie mehr Vorteile haben, wenn sie intuitiv sind oder mal auf ihren Träume hören. Es ist nicht so vertraut bei den Jungfrau-Geborenen, weil sie haben einen klaren Verstand, was auch hilft natürlich, aber sollen auch die Träume auch wahr werden. Und da liegen die Gewinnchancen momentan. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Reise, das kann auch eine innere Reise sein. Sie befindet sich auch in einer Wandlung. Die Uranus wird auch Einfluss haben, auch wenn das im Tierkreiszeichen wieder bewegt, aber das spiegelt etwas bei den Wagengeborenen, dass in diese Richtung bewegt sich etwas, Umbrüche, Veränderungen, bleibt zwar 2. Januar stehen alles, aber dann bewegt sich vorwärts. Und da nicht aufgeben, nicht anfangen zum Zweifeln, oh, das geht gar nichts voran, sondern das Vertrauen, das kommt alles im Fluss. Das ist diese Wandlung, diese Vertrauen zum Zeigen. Und die inneren Unsicherheit, Ängste, was spürbar sein wird in den Tagen, diese Ängste loslassen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben Glück. Ich kann nur sagen, auch beruflich, auch in die Liebe, aber auch auf eine Reise oder Kontakte im Ausland bringt auch sehr viel Glück, gerade bei die Skorpion geboren. Die Liebe, die Partnerschaft kommt in Form, kommt in Ordnung, Gewinnchancen haben auch bei die Skorpion Damen nähert sich ein Mann, eine männliche Person, eine Begegnung, eine Versöhnung, mehr Klarheit in die Liebe. Vielleicht nicht heute trifft es ein, aber in die Tagen auf jeden Fall, Gespräche werden begeistert sein, die über ein Gespräch, über eine Nachricht werden die Skorpiongeborenen begeistert sein. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein Aufstieg. Die Bekanntenkreis, Freundeskreis werden sie aktiv sein oder in einem Verein oder Partei haben Aufgabe. Bald kommt auch beruflicher Aufstieg in die Liebe, Partnerschaft kommt auch alles im Fluss. Es ist sehr schön. Wo aber sie achten sollen heute, das sind die Gespräche. Das sind Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass die Schützengeborenen sollen gerade schweigen. Kann auch bedeuten, dass sie ein Geheimnis erfahren. Oder so ähnlich wie bei den Fischengeborenen, sie schauen hinter den Kulissen, was für Gespräche handelt sich das, welche Geheimnisse, und das ist möglich. Ich habe die Fischengeborenen erwähnt, nee, das trifft nicht die Fischengeborenen, sondern die Wassermanngeborenen haben diese Themen, Geheimnisse, geheime Gespräche, da muss ich mich korrigieren. Also das trifft die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen, es sind Nachrichten, Kommunikation, Gespräche, es handelt sich um Geheimnisse, geheime Handlungen, geheime Gespräche, entweder weil jemand vertraut etwas, und das sind Geheimnisse, oder
es wird die Geheimnisse gelüftet, kann auch bedeuten, dass sie ihre Geheimnisse haben und schweigen gerade. Also das sind die Themen und das trifft die Schützengeborenen und die Wassermanngeborenen. Bei Fischengeborenen eher eine Einschränkung, was die Gespräche, die Nachrichten betrifft. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber Sie können mich immer fragen und dann befindet sich auch mein Kontaktdaten für bestimmte Termine, Begegnungen, Tendenzen, Monatstendenz oder Jahrestendenz. All das kann ich natürlich berechnen, ausarbeiten, schriftlich oder ich kann das veröffentlichen als Video, selbstverständlich anonym. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.